School und ich zeige euch heute What Makes You Beautiful von One Direction auf der Gitarre. Eignet sich sehr für Beginner an der Gitarre, denn er besteht nur aus 3 Akkorden. Aber auch wenn du schon ein bisschen Gitarre spielst, ist da auf alle Fälle ein weiterer Akkord drin, den du vielleicht noch nicht kannst. Denn der Song besteht aus E-Dur, A-Dur. Kannst den A-Dur so greifen mit deinen 3 Fingern. Oder du probierst schon so einen kleinen Barré, nennt man das, wenn man mit einem Finger mehrere Saiten drückt. Das wäre hier beim A folgendermaßen. Na, ist also die Möglichkeit und du hast die Möglichkeit. Und der dritte Akkord ist ein B-Dur. Und das ist der Akkord, der auf alle Fälle ein bisschen schwieriger ist. Entweder, wenn du noch nicht so lange Gitarre spielst, würde ich dir empfehlen, ihn genauso zu nehmen wie den A-Dur mit diesem kleinen Barré. Nur 2 Bünde weiter. Hier ist das A und hier ist das B. Aber dann darfst du nur diese 3 Saiten spielen, die du wirklich drückst. Na, den Rest nicht. Und wenn du schon ein bisschen Gitarre spielst und vielleicht mal ein bisschen mit Barré-Akkorden anfangen willst, dann würde ich den Akkord an deiner Stelle so üben. Das heißt, du hast hier einen ganzen Barré mit deinem Zeigefinger. Kannst auch gerne einen Mittelfinger nehmen und ein bisschen mehr draufdrücken, wenn die Finger am Anfang noch nicht so kräftig sind. Und hier mit dem Ringfinger den Rest. Da kannst du auch den kleinen Finger noch mit draufnehmen, um ein bisschen mehr Druck zu geben. Das heißt, wir haben E-Dur, A-Dur und B-Dur. Das war's an akkordischem Material, was du für den Song brauchst. Jetzt geht's noch um den Rhythmus. Da haben wir 2 Patterns, nämlich einmal im Verse. Spiel mal kurz vor. Ja, ich zähle jetzt mal langsam dazu und spiele gleichzeitig. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 4 und 1. Erste Sache, die dir auffallen sollte, ist, die Akkorde klingen nicht ganz, sondern sie sind sofort wieder weg, wenn ich sie gespielt habe. Das heißt, du kannst sie entweder mit der Hand abdämpfen, dass du sobald du den Akkord gespielt hast, gehst du mit deiner Hand hier drauf und die Töne sind weg, oder vor allem beim A und beim H kannst du es auch mit der Hand machen. Siehst du, die restlichen Finger gehen auf die Gitarre und du hörst nichts mehr. Vom Rhythmus ist es eben 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1. Das heißt, bei dem H spielst du die 1 nach unten als Downbeat. 1, 2 und 3 und 4 und 1. Die restlichen Töne sind alles sogenannte Achtel-Offbeats. 1 und 2 und 3 und 4 und. Die spielst du mit einem Upstroke, das heißt nach oben. Da ist es ein bisschen tricky, von dieser 4 und 4 und 1 wieder auf das E zu kommen. Das wirst du wahrscheinlich ein bisschen üben müssen, aber da kommst du auch rein. Das heißt, ich spiele noch einmal den Verse. 1, 2, 3, 4 und 1. Sobald es in den Pre-Chorus geht und auch in den Chorus, kannst du das ganze Ding öffnen. Zum einen lässt du die Akkorde wirklich klingen. Und du hast ein vereinfachtes Pattern. Das heißt, du spielst 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3 und 4 und down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up, down. Dieses Pattern nimmst du dann für Pre-Chorus und Chorus und für den Verse die kurzen Akkorde, die wir gemacht haben. Mehr musst du nicht wissen für den Song. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und beim Spielen. Und jetzt kannst du mit uns noch zusammenspielen und üben. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.